Jo, Pan, also willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA-16-Karriere mit VfB Stuttgart. Wir spielen heute gegen den FC Augsburg, haben 5 Punkte auf Borussia Mönchengladbach, 6 Punkte auf Bayern, 6 Punkte auf Dortmund und ganze 7 Punkte schon auf Leverkusen. 14 Punkte haben wir auf Augsburg, unserem nächsten Gegner, 12. Platz sind diese nämlich. 2 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, 9 Tore geschossen, 12 reinbekommen, minus 3 Tordifferenz, 10 Punkte stehen auf ihrem Konto. Wir spielen natürlich zu Hause und damit erstmal ein richtiges Hallöchen und keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe. Ich hatte einfach mal Bock dazu und wir werden heute einfach mal voll durchrotieren und mal schauen, was denn hier so geht. So, Gaudino spielt zusammen mit Kimmich. Kimmich, der einzige Spieler, der nicht rotiert wird. Hector zusammen mit Korb, ja, mit Korb. Korb, der eigentlich der stärkere Spieler, der aber jetzt nach langer Zeit erstmal wieder Spielpraxis bekommt, endlich wieder fit ist. Und ja, mal sehen, wie das denn dann am Ende auch wird. Ich hoffe mal ganz gut, aber wir werden es jetzt erstmal sehen, sobald ich hier einmal. Oh, okay, dann nicht. Okay, so, wir werden es jetzt sehen. Nachdem wir hier jetzt erstmal auf Anschluss klicken und wir gehen mal auf Defensiv, denn ich sag mal so, wir haben in den letzten Partien immer Gegentore großteils bekommen und ich möchte einfach mal versuchen, keine Gegentore zu bekommen, weil auch wenn wir in den letzten Minuten erst Gegentore bekommen, wir kriegen immer Gegentore und deswegen werden wir jetzt einfach mal von Anfang an die Marschroute defensiv einschlagen und nicht versuchen, irgendwie überhaupt erst unseren Gegner richtig in den Angriff kommen zu lassen. Ich meine, das ist natürlich immer einfacher gesagt, als es am Ende getan ist. Aber vielleicht kriegen wir ja so ein bisschen was zumindest hin. So, Volland hier sehr schön auf Kimmich. Kimmich dann auf Korb. Korb mit dem Ball, weiß nicht wohin, legt den Ball dann nochmal auf Volland. Und Volland flankt den Ball rein. Da steht Ginczek und Ginczek mit dem Ball an den Pfosten. Aber das gibt es nicht. Oh Gott, wäre der Ball jetzt reingegangen, das wäre unglaublich gewesen. So, Ginter mit dem Ball. Legt den Ball zurück auf Butland. Und Butland mit dem Ball dann auf Vestergaard. Okay, Vestergaard mit dem Ball. Volland. Volland. Täuscht den Ball einmal an. Ah, Bubasaré mit dem Ball ins Aus. Volland auf Korb. Korb auf. Oh, Kolja, Puyol und Bobadilla. Sarri. Scheol und jetzt Korb. Sehr schön. Ah, Kimmich. Kann da schön mal den lieben Maxim schicken, aber Maxim kriegt das da nicht richtig hin. Wird dann da auch noch gelegt, aber war halt alles ballberührt, alles legitim. Aber Kimmich holt sich hier nochmal den Ball, verliert den Ball aber auch direkt wieder gegen Opare. Das gibt es nicht. Bombardier. Gidong Won. Und jetzt ist da S-Bein, aber der Ball ist auf jeden Fall drüber. Alles klar, alles klar. Eindeutig drüber. Ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, auf einmal wieder die FIFA 17 Demo, die FIFA 16 Version zu spielen, wenn man FIFA 17 schon angespielt hat, also die Demo. Dann ist das auf jeden Fall ein bisschen komisch. Und Kimmich hier jetzt erstmal mit dem Ball. Na, Kimmich. So, Maxim, Kimmich. Kimmich schießt und Kimmich. Schade. Leider macht er hier nicht den Kimmich im echten Leben nach. Eigentlich müssen wir ihm auch noch die 32 oder die 21 geben. Und jetzt. Ah, es war ein Hector, sehr schön. Gaudino. Und da unten sind diese Bildfehler schon wieder. Ich weiß nicht warum. Ich kann sie jetzt aber auch nicht wegmachen. Och, Leute. Och, Leute. Es gibt nur eine Möglichkeit, die ich vielleicht mal austesten könnte. Ich starte mal kurz die Aufnahme neu. Okay, Leute, die Punkte bleiben da. Ich weiß nicht warum. Aber das ist jetzt der technische Fehler von heute. Der ja schon mal war und ich habe keine Ahnung warum, weil der war ja direkt danach weg im nächsten Video. Und es ist ja auch sonst nichts passiert und hä, ich verstehe es halt echt nicht. Und mein Monitor kann halt nicht kaputt sein, weil dann hätte ich das halt nicht am Monitor. Und meine Grafikkarte halt eigentlich auch nicht, weil dann wäre ja die Grafikkarte durch. Also dann wäre das ja jetzt durchgehen. Aber das wird jetzt in dieser Au jetzt so sein. Und im nächsten Mal, im nächsten Part wird es wahrscheinlich wieder weg sein. So wie es beim letzten Mal ja auch war. Nur da war es ein bisschen kleiner, da konnte man es ein bisschen besser ignorieren und auch relativ spät erst. Ja. Kimmich jetzt auf Koop. Ist schon ein bisschen störend jetzt. Ist auch echt nervig. So, Maxim schießt.
Und haut hier auch nicht den Ball rein, auch an Pfosten. Das gibt es noch nicht. Wie oft sollen wir denn hier noch den Pfosten treffen? Und Bubasaré mit dem Ball. Eswein. Bobadilla. Kischner und Butland haut den Ball weg. Wahrscheinlich jetzt ins Aus bei unserem Glück. Ja, voll ins Aus. Ich frage mich echt, was das ist. Eieieiei. Leute, es tut mir leid, aber... Ja, ich kann jetzt natürlich auch nicht einfach neu starten. Das ist ja auch nicht der Sinn von diesem Spiel. Oh Gott. Das ist halt das Problem bei FIFA. Wenn da mal ein Bildfehler oder so drin ist, man kann es halt nicht einfach so sagen, so wie bei Minecraft zum Beispiel, so, ja, komm, ich nehme das jetzt neu auf. Weil, wenn ich das jetzt... Gut, es steht natürlich 0-0, aber es ist halt einfach dann so gesehen... wieder alles neu und alles könnte neu passieren und alles wäre eine andere Chance und so weiter. Wenn, also ich denke mal, ihr wisst jetzt, was ich meine, aber ja, das ist es halt einfach. So, na, wenn sowas bei einem 1-0 oder so für unseren Gegner passiert, kann ich ja auch nicht sagen, ach komm, ich starte jetzt neu wegen dem Bildfehler oder so. Weil das dann ja auch einfach, ja, so gesehen blöd ist und am Ende kann man es ja auch nicht wirklich beweisen oder ähnliches. Und ja. Oh Gott. Okay. So. Aber ich glaube, das macht so keinen Sinn. Ja. Ich werde jetzt einfach nochmal genau dasselbe machen, genau dieselbe Aufstellung. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich. Ja, ihr werdet hiervon kaum was sehen. Wahrscheinlich. Ich werde nur vielleicht ein bisschen was reinschneiden. Ja. Und dann einfach bis gleich oder so. Also. Oder viel Spaß jetzt beim Video, falls das jetzt als reingeschnitten wurde im nächsten Video. Bis dann. Leute, ich habe einfach nur klein gemacht und wieder groß und es war wieder da. Okay, es ist doch nicht nötig. Ich dachte schon, jetzt muss ich echt die Karriere neu starten. Alter, oh mein Gott, ich habe so Angst gehabt. Also ein Spiel, weil ich will sowas nicht machen. Ich hasse sowas. Ich finde das auch immer bei anderen YouTubern so geil, wenn die, keine Ahnung, da dann so sagen sie, ja, nee, ich habe jetzt neu gestartet wegen Bildfehler oder sonstiges. Ich hätte jetzt das halt so als keine Ahnung, ich hätte jetzt einfach nur genau dasselbe gemacht und hätte dann halt auch das reingeschnitten und gesagt, so, ja, Leute, deswegen ging es halt nicht. Aber gut, so geht es natürlich auch, finde ich auch so viel besser, wenn das Spiel so weitergeht. Hat jetzt natürlich ein paar Fehler, aber gut, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie wir diese Bildfehler ansonsten beheben. Und ja, gut. Oh Gott, Leute. Das gibt es doch nicht. So, Eswein mit dem Ball. Westergaard. Schade. Okay, gibt den Einwurf für Augsburg auf Opare. Und Opare, Romelu. Scheole. Okay, ich dachte schon, wir kriegen jetzt das Gegentor dafür. Also eigentlich, nee, ich glaube, eigentlich heißt einfach nur Co, ne? Ich glaube Co. Ich weiß es nicht. Wie wird er ausgesprochen? Co? Ich glaube schon, dass er Co ausgesprochen wird. Ist das nicht irgendwie so, dass eigentlich der erste Name irgendwie der Nachname ist und der Rest irgendwie der Vorname oder sowas? Ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der denn ausgesprochen wird? Oder wie allgemein diese ganzen Japaner in der Bundesliga ausgesprochen werden. Ich bin da halt einfach ein bisschen blöd, weil ich finde halt mal irgendwie so, die klingen irgendwie so, wie ich die ausspreche, falsch. Und ich habe halt Angst, dass ich was falsch ausspreche und das am Ende wieder heißt, dass ich nichts von Fußball verstehe. Weil ich irgendwie nicht weiß, wie man einen Japaner ausspricht oder so. Ja gut. Okay, da kriegen wir jetzt erstmal den Freistoß. Sehr schön. Und keinen FIFA 17 Freistoß. Okay. Volland mit dem Ball jetzt einfach mal auf Korb. Und Korb nimmt den Ball an, legt den Ball auf Gaudino. Und Gaudino schießt aus der Drehung. Legt den Ball auf Ginczek. Ginczek aus der Drehung. Hits hält. Ah, schade. Okay. So, jetzt aber Maxim mit dem Ball. Flankt den Ball. Da steht Ji Dong Won. Okay. Gaudino aus der Entfernung schießt den Ball direkt in Westergaards Gesicht. Ah, das gibt es doch nicht. Maxim. Volland. Volland schießt. Eswein. Opare. Opare gegen Gaudino. Gaudino behält den Ball. Holt sich den Ball. Legt den Ball auf Ginczek. Und Ginczek schießt den Ball. Jetzt Volland. Volland schießt auch nochmal. Und jetzt hat Hitz den Ball.
Okay, das waren jetzt ein paar Schüsse für Stuttgart auf jeden Fall, die wir da zu Buche geführt haben. Und Kimmich auf Volland. Volland auf Maxim und das wurde leider auch nichts. Schade. Okay. Augsburg jetzt mit 3 Schüssen, wir mit 9. Eieieiei. Okay, aber ich glaube, so langsam müssen wir zum einen mal ein bisschen wechseln und nochmal versuchen, vielleicht auch mal einen schnellen Stürmer zu bringen. Keine Ahnung, Bakambu zum Beispiel. Und vielleicht auch nochmal auf dem Flügel wechseln. Oder vielleicht Kimmich müsste natürlich auch eigentlich mal raus. Der müsste natürlich auch mal seine Pause bekommen. Aber jetzt erstmal nochmal Ginczek. Ginczek schießt. Ginczek macht das 1:0. In der 69. Minute. Ginczek, Dankeschön. Und Kimmich hat es so gesehen eingeleitet mit dem Ball auf Maxim und Maxim dann auf Ginczek. Ginczek läuft da weiter und dann angeschnitten rein in die Ecke. Wunderbar. So, mit dem Innenriss. Und das war sein erstes Tor. Sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison und danach wird er direkt ausgewechselt. Das ist natürlich jetzt auch nicht die feine englische Art, aber naja. So, Mastur kommt rein für Kimmich. Also gehen wir jetzt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, in die Offensive? Weil wir gehen halt, wir packen den ZOM in die Defensive, also in zentrale Mittelfeld, der aber halt auch eigentlich defensiv bleiben sollte. Weil einfach Kimmich, ich denke mal, wenn wir den jetzt noch durchspielen lassen, der wird dann so fertig sein. Das ist halt eigentlich schon ein Wunder, dass wir ihn jetzt durchspielen, also dass wir ihn jetzt noch so lange spielen lassen haben. Das war eigentlich so auch gar nicht geplant. Er soll zwar spielen von Anfang an, aber nicht allzu lange und jetzt hat er fast das ganze Spiel gespielt. Ja gut, Kiesner mit dem Ball, täuscht den Ball einmal an, sehr schön, legt den Ball dann, nicht auf Gaudino, Gaudino läuft zu weit. Ji Dong-won, Westergaard, Maxim, Bakambu, läuft da auch nicht einmal durch. Maxim fast mit einer bösen Grätsche. Aber so nicht. Mastur kriegt da auch nicht den Ball. Gaudino, sehr schön. Sehr schön. Hat da auf Kosten eines Fouls hier gegrätscht. Hat den Spieler sogar verletzt. Also in der Hinsicht nicht schön, wie er da den Spieler noch trifft. Aber schön in der Hinsicht, dass er es gut gemacht hat mit dem mit dem Tackling, also dass er das da, ohne dass es ein Foul war am Ende. Es war am Ende eine Verletzung, hätte nicht sein müssen, aber es war halt kein Foul. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich jetzt meine. Ja, gute Besserung in der Hinsicht auf jeden Fall an Romelu natürlich. So, Matas. Oh, Ginter. Oh, Alter. Ich habe den Ball jetzt schon drin gesehen, weil Butland da so blöd nach vorne gelaufen ist. Oh Gott. So, Kiesner, lauf, lauf nach vorne, komm Kiesner, lauf. Flank den Ball, ah, der war zu steil. Wäre der nicht ganz so steil gewesen, das wäre einfach unglaublich gewesen. Esswein, Chor, Ginter, ah, Co, Westergaard, sehr schön. Kiesner, Korb haut den Ball weg. Bakambu läuft hinterher. Braucht er gar nicht. Jetzt hat den Ball. Jetzt wird ihn jetzt genauso wegschlagen wieder. Hin und her jetzt Fußball-Tennis hier in der Mercedes-Benz Arena. Klavan. Und jetzt der Ball nicht. Oh Gott, ich dachte schon immer aus. Also ich wollte sagen, nicht immer aus, aber zum Glück am Ende doch. Okay, Bartlett haut den Ball weg. Wir gehen jetzt mal auf Abwehrriegel die letzten paar Sekunden. Und Maxim hat hier sogar nochmal die Chance. Schießt einfach mal drauf. Und wer der Ball jetzt reinkam, das wäre jetzt das Unglaublichste der Welt gewesen. Oh Gott. Okay. Die 2 Minuten sind jetzt vorbei. Und Bakambu hat hier nochmal eine letzte Chance. Hier vielleicht sogar noch auf 2:0 zu erhöhen. Und Bakambu macht es. Bakambu macht es. 2:0. Unsere Stürmer sind erfolgreich. Oh mein Gott. Perfekt. Oh. Danke. Danke, 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 Fußballgott. Endlich mal ein Spiel zu Null. Und das dann noch mit 2 Toren gleichzeitig. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. 2:0 gewinnen wir gegen Augsburg.
Klar, nur der 12. Platz, aber trotzdem, sie haben richtig stark gespielt. Und am Ende, wir haben in der zweiten Hälfte schon echt aufgedreht, Großhelz. Und haben da schon einiges gemacht. Bayern 2 Gegentore und 2 Tore nur geschossen. Also Frankfurt sogar nur unentschieden. Eieieiei. Und als nächstes spielen wir im Pokal. Und da können wir dann natürlich mal richtig durchrotieren. Jetzt sind wir hier gegen alle eigentlich relativ gut da am Stehen. Also 7 Punkte jetzt mindestens Abstand momentan. Ist natürlich schon mal nicht schlecht. Oh Gott. Ach so, ja, okay. Ich habe nur eins simuliert jetzt aus Versehen. Okay. Broberg, ja. Finde ich gut. Ja, aber den Rest simulieren wir so. Ja, Broberg, du hast alleine trainiert. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Folonia hat manchmal für ihre Zweikämpfe nochmal verbessert. Sehr nice. Auf die 85. Also der ist langsam da richtig sick in Defensive 1 gegen 2. Und jetzt schauen wir nochmal, wie es denn jetzt so richtig in der Tabelle aussieht. Und zwar hat Dortmund verloren. Dortmund hat 2 zu 0 verloren. Oh Gott, okay. Das ist krass. Ne, 3 zu 0. Oh. Die haben 3 zu 0 verloren. Haben die 3 zu 0 verloren? Die haben doch wohl nicht 3 zu 0 verloren. Doch 3 zu 0 gegen Wolfsburg. Okay, alles klar. Dementsprechend sieht es jetzt in der Tabelle wie folgend aus. Wolfsburg jetzt auf dem 5. Platz, Dortmund auf dem 6. Wir jetzt der Verein mit den meisten Toren und den wenigsten Gegentoren. Endlich haben wir mal beides. Und ja, im nächsten Part können wir dann schön im deutschen Pokal punkten. Ich hoffe aber, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Tut mir leid, dass ich diese Bildfehler hatte und da überlegen war, das Spiel neu zu starten. Aber es hat ja alles noch geklappt. Und ich weiß ab jetzt, wie ich das mache. Und dadurch sollte es eigentlich keinen Grund geben, dieses Spiel überhaupt irgendwann mal neu zu starten. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Das habe ich jetzt zweimal gesagt. Und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.